Dieses Video wird präsentiert von G2A. Kauft Codes, Games und Keys bei meinem Sponsor mit Cashback-Code Scorpion gibt's noch 3%. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem kleinen Special-Video hier in Black Ops 4. Ihr habt neulich mein sehr, sehr langes Black Ops 2 Video so gefeiert und deswegen dachte ich mir, ich mache heute wenigstens mal eine halbe Stunde in Black Ops 4 auch, also weil ich auch diesen DLC Moshpit gesehen habe. Ich habe eigentlich auf Twitter gefragt, welches Spiel ich machen soll, Fortnite oder Black Ops 4, und es haben mehr Leute für Fortnite abgestimmt, aber ich dachte mir so, wenn es schon diesen DLC-Modus jetzt hier gibt, dann können wir uns wenigstens mal die neuen Maps eine halbe Stunde lang anschauen und deswegen machen wir das so. Genau, Leute, ich muss mal ganz kurz Werbung einblenden, aber dafür bekomme ich jetzt in dem Fall kein Geld. Und zwar wollte ich nur kurz Bescheid sagen, ich bin jetzt bei, also einer meiner nächsten Träume auf YouTube ist wahr geworden. Und zwar bin ich jetzt mit Astro gepartnert. Es gibt so wenig Astro-Partner in Deutschland. Und ihr wisst ja, ich trage schon seit 2013, habe ich in jedem Video mit Gaming immer ein Astro-Headset auf. Und ich habe jetzt hier ein neues zugeschickt bekommen von denen. Also auch wieder ein A40, zu geil, Leute. Einfach wieder ein neuer Partner und für mich einfach der absolute Wahnsinn, mit Astro jetzt arbeiten zu dürfen. Das ist ein Traum, der da in Erfüllung geht, wie gesagt. Und deswegen, Leute, ja, richtig, richtig coole Sache, wie ich finde. Da freue ich mich extrem. Und ich würde sagen, da zocken wir mal nebenbei ein Ründchen hier auf ganz dezenter Basis. Und ja, gucken mal, was hier so los ist in BO4. Ja, ein bisschen runter mit dem Stuhl vielleicht noch, oder? Obwohl, es geht. Genau, Leute. Also, Casino. Oha, Freunde. Habe ich zum Beispiel noch nicht einmal ein Video oder so gesehen. Ich weiß also quasi gar nichts über diese Map hier. Team Deathmatch auf Casino. Ja, bin ich mal gespannt, wie die Maps jetzt hier so aussehen. Ich war ja nie so der wirkliche DLC-Käufer. Ich habe eigentlich nie mal ein DLC geholt oder so, keine Ahnung. Aber wie gesagt, heute eine halbe Stunde live ist eine lustige Story im Übrigen. Mein BO2-Video, das 9-Stunden-Video, hat eine durchschnittliche Watchtime von 9 Minuten. Und das ist halt genauso wie bei den normalen Videos, die 13 Minuten lang sind. Das heißt, die 9 Stunden haben sich sowas von aus meiner Perspektive null gelohnt. Das war einfach nur der reinste quasi Abfuck. Aber egal, ich habe es für die Leute gemacht. Für die 2% der Leute, die das Video wahrscheinlich zu Ende geguckt haben. Genau, Leute. Auf ganz entspannt. So, jetzt werde ich gevision-pulsed hier. Ui, Digga, das Pre-Fire kam auch direkt reingeflattert. Ja, Leute, ich hasse es nachzujoinen, so eine Lobby hier, aber was soll man machen, Freunde? Wir zocken jetzt hier Hades und danach zocke ich eine andere Waffe. Boah, ey, so bringt Hades eh nichts. Okay, also die Map, ich muss sagen, oha, die... Ich dachte gerade kurz, es wäre ein Plaza-Remake. Ah, hier sind die Roulette-Tische, da hinten sind die Automaten, Leute, man kennt es, Freispiele, ja moin. Ich muss sagen, die Map gefällt mir optisch ganz gut. Okay, Leute, das ist so eine richtige Kack-Lobby, Alter, was so gar nichts bringt, hier zu spielen, Mann. Ja, natürlich, Digga, er wusste auch, dass ich hinter ihm bin, oder? Okay, machen wir eine neue Lobby, das macht keinen Spaß, wenn man hier so spät reinjoint. Ja, ich habe jetzt ein bisschen hier die seitlichere Ansicht im Video. Ich probiere einfach mal ein bisschen aus, ich habe auch jetzt einen neuen Facecam-Rahmen und so, habt ihr vielleicht schon gesehen. Generell einfach mal so ein paar neue Sachen am Ausprobieren und ja, why not, Freunde, why not. Bin mal jetzt gespannt, ey, ob die anderen Maps mir auch so gefallen. So, jetzt muss man eine neue Klasse, die Saugklasse mag ich halt gerne, aber ich habe hier genau, was ich jetzt endlich machen muss, was ich die ganze Zeit verkackt hatte, war... Ich nehme jetzt hier mal Plünderer raus, packe jetzt hier die Stim Injection rein und packe jetzt hier noch irgendwo die Kap 40 rein. Okay, das passt zwar eigentlich gar nicht, eine MP und eine Kap 40, aber was soll's, Freunde? Let's go! Scheiß drauf! Wir ziehen durch, auch mit der Saug Kap 40 Klasse. Und dann müssen wir uns noch hier Rampart Klasse... Oh, Digga, wie viel Aufsätze habe ich da eigentlich drauf gemacht? Also, dieses SWAT, da könnte man einfach das runternehmen und hier auch Stim Injection hinmachen. Dann passt es. Die Lobby sieht ganz okay aus. Madagaskar Abschluss bestätigt. Na gut, da wird eben Madagaskar jetzt gezockt, Freunde. So, ich mache mal hier was zu. So. Gut, also Madagaskar sieht, also ich liebe Maps in diesen Farben generell. Generell auch mal wieder cool, neue Maps zu spielen. Das habe ich so lange nicht mehr gemacht. Ich habe ja in BO3 hin und wieder mal die neuen Maps. In BO2 habe ich zum Beispiel noch nie ein Map-Pack besessen. Doch, das eine habe ich ganz früher mal so ein Review drüber gemacht. Also wie er gedoubletimed hat. Einsatztätigkeit mit einer Mission. So, okay. Gucken wir mal, was hier so geht, Freunde. Jetzt wird erstmal hier easy die Nuklear erspielt, würde ich sagen, auf dezenter Basis. Ja, Freunde. 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, los. So, guck
Gucken wir mal, was hier so los ist. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch viel BO4 zockt. Im Übrigen, es ist keine Doppel-EP, Leute. Es sind immer noch die Codes, die ich von Release eingegeben habe, weil ich habe so viele Codes auf Vorrat eingegeben, dass es quasi ja die nächsten 3 Jahre wahrscheinlich noch reicht. Boah, es sieht richtig geil aus hier. Okay, hier wird so einer am Headgeschrecht sein. 3, 2, 1. Hier wird so safe einer sein. Hier links, ich höre doch was. Zack. Ui. Direkt mal durchziehen hier. Die spawnen bestimmt hier irgendwo. Nein! Ich liebe es aber, neue Map und direkt so dieses Spawn-Verständnis zu versuchen. Auch wenn man noch gar keinen Plan hat. Die Map hätte man mal von Anfang an ins Spiel tun können. Ich mag diese weiten Dingen. Sie ist natürlich die Saug, die absolut falsche Waffe. Versuche mich ein bisschen anzuschleichen. Vorratslieferung bereit. Wow, woher wusste er das? Ach du Scheiße. Ich spawn aber safe jetzt hier irgendwo. Digga, wo sind die jetzt? Keine Bedrohung mehr durch Ruth. Nein, 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 nein! Ah, belastend. Mann, was für Konterdrohne, Digga! Chill doch mal, Mann! Ich hab sowieso Geist. Ja, hau rein, Bruder. Also ich bin jetzt schon so... Hier ist einer. Hab ich mir eingebildet, dass ich Schritte gehört habe. Aber ich hoffe, dass jetzt bald den ersten Teaser-Trailer irgendwie fürs... Der ist hier irgendwo. Wow. Oh Gott, ich bin so tot. Ja, es war klar. Weil ich nicht ins Fenster komme, obwohl ich drücke. Alles klar. Die nächsten... Fürs nächste COD, die Teaser, Mann. Ich habe so heftig Bock drauf, dass es jetzt langsam mal was kommt, ey. Okay, also ich habe es hier so verstanden, die spawnen jedes Mal irgendwie in dieser Ecke hier. Aber immer in irgendeinem Winkel, dass ich sie nicht bekomme. Jetzt, okay, jetzt spawnen sie sowieso woanders. Jetzt kommt mir schon einer entgegen hier. Aber so, die sind safe direkt vor mir. Schnell durch, schnell durch. Jetzt, und jetzt safe von links, oder? Da oben ist einer. Oh Gott, wir haben Plätze getauscht. Immer noch am Leben? Nein, jetzt nicht mehr. Okay, jetzt kommt dieses Safe von hier. Da hinten ist einer. Er hat mit dem Sturm auf die Tür gezielt, Freunde. Oh mein Gott. Ehrenmann. Okay, komm, nimm mal dieses Wort. Richtiger Ehrenmann. So. 7-4 immerhin. Hat sich eher wie negativ gehen angefühlt. Also die Map gefällt mir eigentlich, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Ich weiß auch, was BO4 am Anfang für einen Hype hatte, wo Nuketown so kam, so geil, aber danach war halt, hat es mich gelangweilt, muss ich sagen. Hoffentlich ändert sich das jetzt wieder. Wenn jetzt der Orbi reingepatcht werden würde, das Spiel wäre sofort anders. Aber bevor das passiert, da wird die Erde 10-mal untergehen, sage ich ja immer. Ja, hier ist echt... Das erinnert mich hier so ein bisschen von den Farben auch an Redwood, was auch in BO3 eine meiner Lieblingsmaps war. Ich glaube für Public sogar meine Lieblingsmap mit Infection zusammen. Die Maps waren gut, ey. Die habe ich richtig gefühlt. Irgendwie findet man hier null Gegner, wenn man sich nicht auskennt. Ich weiß nicht. Okay, da hinten ist auf jeden Fall einer drauf. Ich versuche jetzt mal hier außen rum zu gehen. Ich weiß, ich habe irgendwie komplett Probleme damit, hier Gegner zu finden. Gott, oh Gott. Jetzt kann ich mich nicht mehr auf 200 teilen. Wegen diesem... Drecksding, Alter. So, okay. Ich krieg den Kill dafür. Wenn er ihn mit Sturm down macht und ich ihn dann nur holen muss. Das finde ich richtig geil. Hinter mir ist bestimmt einer, oder? Bist du bedroht? Wow, Alter. Was ein Gunfight. Okay, jetzt haben wir dieses SWAT. Gucken wir mal. Jedenfalls die mit Schaft. Na, hier ist so ein Turm. So ein Turm, auf den man niemals klettern wird. Außer beim ersten Mal auf der Map. Gucken wir doch mal. Wenn man jetzt hier rüber könnte, das wäre nice. Boah, Alter, das ist ja wirklich der ekligste Ort der Welt hier. Man wird hier sowieso... Komm, wir machen jetzt einen Kill von hier oben irgendwie. Spawnflip? Ja, auf jeden Fall Highground eigentlich. Wäre es nice, aber... where are you now? Where are you now?
Bruder. Hello. Bruder muss los. Guck mal, ich sag ja, das bringt gar nichts. Nichts Fallschaden? Ah ne, gibt's im Spiel Fallschaden? Ich glaube ja, ne? Und jetzt komme ich rüber und jetzt werde ich genau geholt. Mann, nein, 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 nein! Oh Gott, Alter! Gucken, ob ich im Video heute eine Drohne schaffe. Das wäre schon mal ein Erfolgserlebnis. Mein Gott, aber rumgescufft wie ein Gestalter wird immer noch. Wahrscheinlich muss man bald auch wegen, wenn man so einen Satz sagt wie rumgescufft, muss man wahrscheinlich bald auch noch Werbung einblenden, oder? Kann ich mir richtig gut vorstellen. So, wenn man, während man das Wort so rumgescufft ausspricht, wird so oben Werbung eingeblendet, Alter. Wie lustig das wäre. Bin ich full life? Uiuiui. Wow, er will mich sprengen. Hier sind bestimmt irgendwo welche, oder? Der Sound von der Waffe bockt halt ehrlich. Konterdrohne, nice. Ah gut, Munition haben wir wenigstens bekommen. Ist hier irgendwo jemand? Ich check jetzt ehrlich noch nicht genau, wie diese Map aufgebaut ist. Kommt jetzt von hier? Was sind... Wir sind hier jetzt gerade. Hier ist eh der todeste Spot, hier darf man nicht langlaufen. Das ist so ein... Man muss hier außen rum gehen. Das Ding ist, die Gegner haben eine Drohne. Das heißt, wenn mein Teammate keinen Geist hat, bin ich auch am Arsch, wenn er neben mir läuft. Kills habe ich? 15. Geil. Wow, das Teil. Guck mal, man trifft hier keine Gegner auf der Map. Auf einmal kommen immer drei Stück auf einmal. Die Runde bockt ehrlich nicht. Spawnen die jetzt wenigstens nochmal hier. Setze Stacheldraht ein. Ah, da haben wir die Drohne, Freunde. Ha! Best Player EU. Ah, nice, den staub ich ab. Jetzt mal gerade nice hier mit ein paar Gegnern hier unterwegs. Digga, wie ich nur abstauben muss. Oh mein Gott, Ehre einkassiert, Alter. Warte, ich will die Rakete wenigstens haben. Okay. Boah, hätte ich den jetzt auch noch geholt, Mann. Okay, haben wir erstmal jetzt die Hellstorm raus. Okay, die beiden nehmen wir mit. Und keinen mehr. Egal. Okay. Alter, Digga, ich bin so weit unten, Mann, weil ich keinen Gegner gefunden habe die ganze Zeit. Das gibt's doch nicht. Jetzt am Ende ging es mal ein bisschen ab. Ich war nie so weit unten im Scoreboard in meinem Leben, glaube ich, ehrlich. Ist er da oben? Oh, von hinten wurde ich auch noch angeschossen. Ja, okay, er musste mich nur einmal treffen. Viele mögen dieses SWAT, aber ich feiere die nicht so, ich weiß nicht. Wie sieht's bei euch aus? Ich bin jetzt nicht so der Typ, der diese Waffe so hart feiert, ich weiß nicht. Ist hier oben einer drauf? Hä? Okay. Digga, ich bin einfach... Vorletzter meinem Team. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind, Mann. Hallo. 100er Prezi, auf entspannt.
In diesem Spiel gibt's nicht so, für mich gibt's nicht so diese Waffe, die ich immer nehmen kann, mit der es immer läuft irgendwie. Ich weiß nicht. Mein Gott. Peinlichste Runde, die ich jemals auf YouTube hochgeladen habe, ich schwör's euch. Okay, komm. Ich will die anderen Maps jetzt nochmal sehen oder so. Okay, nice, Digga. Gut, dass es so kurz lädt. So, okay. Lockabstellung. Okay, nice. Sieht aus wie eine Map, wo man Saug spielen könnte. Maddox hätte ich auch mal wieder Bock. Oder Vapor? Ich will mal Maddox. Mal mit hier LV. Und dann noch schnelles Magazin. Kann man auch mal ausprobieren. Okay, Lockabstellung. Ey, da gibt's auch so eine BO2-Map, die so ähnlich aussieht. Die ist zwar auch in so einem Map-Pack drin. So, weil es auch so ein Dach auch ist, ne? Wie hieß die aber nochmal damals? Jetzt, Digga, boah. Vertigo oder so, kann es sein? Das wäre heftig, wenn die wirklich so heißt, Mann. Weil ich habe wirklich gar keine Ahnung davon. Das Map-Pack habe ich noch nie gehabt. Okay, Crash. Nehmen wir die Maddox-Klasse. So, wir gehen rein, gewinnen und der Bessere wird gewinnen. Jetzt braucht man eine gute Runde, komm. Ist eigentlich 6 gegen 6? Ne, 5 gegen 5, okay. Okay, wenn ich jetzt muss ich Erster werden. Ich muss jetzt Erster werden, Freunde. Wenn ich jetzt nicht Erster werde, dann ist peinlich, wirklich. Peinlich. Peinlich. Okay. Das wäre schon wirklich, da würde ich mir denken, okay, Digga. Doppelte EP. Hey, das ist mit schnell ziehen? Wieso zieht es denn trotzdem so übertrieben langsam rein? Also sowieso klar, dass da einer kommt. Ja, alles klar, Digga. Ich würde sagen, wenn ich jetzt den Kill nicht bekommen hätte. Hinter uns ist einer. Hier kommen wir schon durch, ich wusste es. Hä? Alles klar, okay, gut. Perfekt. Okay, mir ist egal wie viel Tode. Hauptsache, ich werde am Ende am meisten Punkte haben von dieser Lobby. Wir haben die Stellung verloren, okay. Nein, er hat sich geheilt, der andere. Schade. Okay, jetzt gerade. Okay, von beiden Teams muss ich aber dann am meisten haben, logischerweise. Hä, ich hab die Spritze doch, oder? Ja. Okay, der ist wieder da hinten. Kann man hier von der Seite irgendwie reingehen? Oh, nee, das kann man nicht, ne? Okay, die nächste Stellung ist da hinten. Du bist ein Teammate, okay. Okay, hier hinten ist die Stellung, okay, gut. Kriege ich nicht die Punkte, ich habe einen. Oder doch, kriege ich. Ja. Okay. So, jetzt erstmal ganz entspannt spielen. Oh mein Gott, diese Waffe, diese Auger, die ist so krass, ne? Man kann ehrlich gar nichts machen, wenn jemand die spielt. Mein Gott, ich try hatte hier gegen so einen Noob, Digga, der bewegt sich nicht mehr. Okay, nice. Hier sind doch safe, als ob die nicht. Okay, die nächste Stellung ist da hinten. Ist hier ehrlich keiner mehr rumgelaufen? Doch da hinten. Die spawnen da, okay. Ich komm schön von hinten. Er weiß natürlich schon vorher Bescheid. Der Ehrenmann. Ja, jetzt spawnen die sowieso hinter mir, oder? Ich kann auch eh nichts machen.
Von wo kommen die jetzt? Okay, zwei von hier. Gegner spawnen bestimmt da hinten. Boah, mein Aim ist halt komplett weg, Freunde. Man merkt es einfach krass, dass ich zu wenig spiele. Okay. Punktemäßig schaffen wir es aber, denke ich. Boah, man ist hier aber auch weit weg, Alter. Wo sind diese Zwischenwege, wo man so easy durchsneaken kann? Okay, drei Gegner in der Stellung. Mann, Digga, warum kommt der zuerst, nicht der andere? Okay, wir haben Taktik. Ui. Wow, okay, das mit dem Taktikeinstieg war echt too much gerade. Sie sind nochmal hier gespawnt. Oha, geil. Welche Stellung ist das jetzt? Okay, wo sind sie hier? Okay, wir sind da gespawnt, also müssen die Gegner jetzt von hier irgendwo kommen. Oh mein Gott, er mit seiner Auge, Alter, ich war fast down. Nein, es läuft. Hier, Digga. Wenn es hier Orbi geben würde, Mann, es wäre so geil einfach. Es würde so Spaß machen. Oh mein Gott, mein Aim. Zum Glück habe ich ihn irgendwie erst reingelaufen, die Schüsse. Okay, wir gehen jetzt hier lang. Brauchen jetzt die Stellung. Aber langsam komme ich rein. Nein, nein, chill mal, Digga. Okay, Hellstorm. Ich bin down, danke. Ey, das war der unnötigste Tod überhaupt. Na, ah, hinter mir, okay. Egal, ein paar Punkte mitgenommen. Der, man spawnt hier direkt bei der Stellung, Alter. Das ist ja das ist die krasseste Stellung der Welt, wenn man hier immer so spawnt. Wo sind die Gegner jetzt? Das ist aber so eine Szene, da versteht man, wie er nicht den Aim Assist, wo der herkam jetzt. Wo er mich hinzieht. Ich spiele auch Saug. Okay. Bisher geht wenigstens der Plan auf. Alter, hätte der mich jetzt geholt? Muss man das verstehen? Und wo sind die jetzt? Hier war doch noch einer. Boah, Alter, nächste Stellung ist hier. Oh mein Gott, was geht hier ab? Ja, komm, Hund, wir gehen hier rein. Wo geht's denn jetzt hier zur, wo geht's denn hier zur Stellung? Hallo? Digga, ich weiß nicht mal, wo die sind. Die sind irgendwie über mir. Oh mein Gott, gerade so überlebt. Drohne, Konterdrohne. Ich habe keine Ahnung, wo es zur Stellung geht. Ich finde den Weg einfach nicht. Alter, das ist so verwirrend. Mein Gott, ey. Okay, jetzt hau ich auch meine Hellstorm raus. Okay, so, come on. Als ob hier nicht auch noch irgendwer ist. Okay, anscheinend nicht. Da hinten sind zwei. Okay.
Okay, die wissen halt, dass ich hier bin. Perfekt. Okay, so. Jetzt gehen wir schnell zur nächsten Stellung. Jetzt sind meine Hände auch schon schön warm. Okay. Okay, nice, jetzt läuft's doch. Digga, die Boah, er hat mich gesehen? Okay, heftig. Ich dachte, er hat mich nicht gesehen. Boah, kacke, die liegen ja voll vorne, die Gegner. Okay, die nächste Stellung ist drüben. Oh Gott, die Gegner sind so viel näher dran. Boah, das wird echt nicht einfach jetzt. Ich glaube, das verlieren wir. Der Heli drückt uns so weg von denen. Okay, wir sind hinter denen gespawnt. Das ist schon mal schön unfair. Boah, er passt hier richtig auf. Und der Heli holt mich. Nein. Okay, wo ist die nächste Stellung? Boah, Digga, ich werde von allen Seiten hier... Hier ist bestimmt in der Mitte die Stellung wieder, ne? Feindliche Drohne über uns. Stellung gesichert. Könnte das hier die nächste Stellung sein? Nein, ist jetzt nicht. Oh mein Gott. Oh Gott, schnell. Ah, die Stellung ist es wieder. Stellung abgeriegelt. Okay, wir müssen jetzt ganz eklig spielen. Ich gehe jetzt auf diese Tür. Wir haben einen guten Spawn. Ey, ich will das Ding jetzt unbedingt gewinnen, ne? Feindliche Drohne über uns. Digga, 40 Punkte, oh mein Gott. Richtiger Krimi. Vielleicht könnte es halt sein, dass die hinter mir spawnen zum Beispiel. Oh mein Gott, puh. Schnell rauspushen, ein bisschen Action machen hier. Jawohl, okay, nice. Die halten wir gerade sehr gut. Ich gehe jetzt direkt weiter. Die nächste ist nämlich in der Mitte, die. Okay, nice. Wir, nein! Oh mein Gott, 20 Punkte. Kommt, Jungs. Kommt, Jungs, ob es meine besten Freunde wären. Ich muss von hinten hingehen. Ich bin jetzt safe hinter denen. Nein, und der hat Sturm genau in der richtigen Sekunde und trifft mich. Oh nein, wir haben verloren. Egal, was soll's. Boah, wir sind hier gespawnt, vielleicht? Ne, hier kann man nicht in die Stellung. Ey, dieser... Ja, okay, nice, Digga. Dieser Max, Alter. Ja, ich krieg auch nicht mal die meisten Punkte. Der Typ hat mich komplett geraped. Er hat richtig krass aufgeräumt, Mann. Muss man ihm lassen, Digga. Peinlich, peinlich, peinlich. War echt eine nice Runde so vom Action-Faktor, aber war peinlich so von Punkten her. Muss man ehrlich sagen. Boah, Digga, der holt mich hier fast in den 2 Sekunden, die ich ihm gebe. Nächste Stellung ist hier, ne? Komm, kletter einmal hoch. Kletter, ich bin tot. Kletter einmal, ja! Die haben so veraimt, die Jungs. Okay, ich kämpfe hier noch um die Stellung, Alter. Mein Gott, wie ich hier am Fighten bin. Das Flugpaket ist da. Okay, schnell abgestaubt. Nein, Mann! Guck mal, wie offensiv der das macht! Oh mein Gott, das war's jetzt safe. Ich hätte es noch holen können. Boah, der Taktikeinstieg ist auch mies platziert, ey. Wo ist die nächste Stellung nochmal? Hier hinten, ne? 11 Sekunden. Okay, das war's. Obwohl, ne, die bleiben drin. Das ist gut, wenn die drin bleiben. Ich muss aber die Stellung jetzt direkt klatschen, Digga. Ich muss jetzt hier alle holen.
Wie ernst er macht. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Ja, okay, GG. GG. Okay, ich guck mir jetzt nochmal die letzte Map an. Halbe Stunde ist ja schon rum. Beziehungsweise ich will wissen, vielleicht können wir noch eine Runde auf der Map spielen. Digga. Guck mal, ich habe sogar nur am drittmeisten Punkte in der Lobby, Alter. Ja, okay, gut, krass, Digga. Was macht, Digga? Das ist halt auch so lächerlich, Mann. Ja, was er da für eine Chance auch gekriegt hat, alle zu holen. Mein Gott. Aber es hat richtig Bock gemacht mal wieder, muss ich sagen. So. Wie viel EP man macht. Stell dir mal vor, es wäre bei mir beim Road to Commander Finale so gewesen. Okay, warte mal. Madagaskar Elevation haben wir jetzt noch nicht gesehen. Gucken, ob wir noch irgendwie Elevation finden. Elevation. Come on. Ach nee, Digga. Das ist nicht gut. Kann man ehrlich jetzt nicht quitten so lange, Digga? What the hell? Was ist das denn? Ein Sanitäter mit einer Mission. Krass. Abschuss bestätigt. Die Lobby sieht halt echt geil aus, aber... Ich will Elevation sehen. Das Ding ist, es kann sein, dass wir jetzt 10 Stunden suchen und kein einziges Mal Elevation finden. Das ist halt das Problem. Dann gucken wir sie uns im Kino, im Dingensmodus an. Privaten Match, würde ich sagen. So, okay. Komm, gönn mal jetzt. Mann, wenn das jetzt nicht Elevation ist, ne? Casino. Casino, Casino, Casino. War ich schon am Casino, Freunde? Also ich war schon. Habe noch nie 1 Cent gewonnen, das ist auch mein Glück. Ich bin richtig glücklich, wenn ich nie 1 Cent gewinne, dann gehe ich nämlich auch nie wieder hin. Das ist nämlich die Gefahr, wenn man gewinnt, dann denkt man so, ah, easy money, easy life. Und genau dann wird man genommen. Dann ist es vorbei. Mein Gott, was sind das für Lobbys? Okay, ich muss die Lobby spielen, scheiß drauf. Digga, ich habe gerade fast meinen ganzen Schreibtisch abgeräumt. Digga, wie kann man den Klassen ändern? Ja, hier. Okay. Ich weiß nicht, ich habe nicht mal die Klasse ausgewählt, aber egal. Okay, komm. Dann spielen wir halt kein Elevation. Gucken wir uns das gleich nochmal so an. Ach, scheiß drauf. Ich wusste es, Digga. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Okay, ich wollte zwar eigentlich Uncut machen, wir machen aber kurz einen Cut. Dann gucken wir gleich mal, wo Elevation ist. Okay, Leute, eine halbe Stunde später habe ich eine Elevation-Lobby gefunden. Okay, so ein bisschen asiatisch hier sieht das aus. Und ja, sieht ganz cool aus, wie ich finde. Ich sage eh bei jedem, ich finde, dass es cool aussieht. Das ist ein Reflex, Freunde. Bisschen Schnee auch hier, ne? Sieht ja eigentlich ganz, ganz süß aus. Ich würde sagen, die Maddox nehmen wir nochmal. Wo ist die Maddox? Hier. Boah, ich weiß auch in der Beta, das war so geil, wo die Maddox dann reinkam und alle so auf die gesweatet haben und so. Generell, Beta wird natürlich auch wieder zelebriert, Freunde, wenn das dann soweit ist. Und wir hier schön auf Scorpion Place wieder das neue COD ausprobieren können. Warte, wann war letztes Jahr Beta? Im Juli? Kann es sein? Und jetzt haben wir... Ja, okay, so 3 Monate, 2,5 Monate, 2,5 Monate, boah. Also bald müssen wir auf jeden Fall das erste Mal so ein bisschen mit Gameplay angeteasert werden. Da habe ich natürlich hart Bock drauf. So, okay, let's go. Abschluss bestätigt. Immer dieser Reflex direkt außen rum zu laufen, ne? Ich liebe es. Gott.
wie er hier so geduckt in die Ecke gegangen ist. Mittlerweile übelst paranoid. Ich denke mal, die Leute wissen, wo ich bin, dass sie mich hören von Fortnite, Alter. Dabei hört man in COD natürlich absolut gar keine Schritte. Was ich auch gut finde, weil dieses CODs, wo man Schritte hört, sind immer die anstrengendsten Spiele. Ghost konnte man ja nicht mit Freunden spielen, wenn man nur Sound gehört hat. Das hat so hart auch genervt, ne? Ich glaube hier... Irgendwo sind die jetzt. Einer ist hier noch. Da ist er. Ich habe ich auch gerade gesehen, oder? Habe ich mir das... Ah, da darf man... Das war wirklich so unerfahren von mir, dass ich mich da einfach umdrehe. So gar keine COD-Practice, Mann. Da muss ich nur noch abstauben, wie Haushälterin. Das war auch... Und komm her. Komm mal zurück. Ja, Mann, der Headbush ist lecker. Schade, hätte ich gerne auch noch mitgenommen. Okay, zack. Auf jeden Fall kommt einer von vorne noch. Ja. Oh, Mann, nein! Er hat sogar auch Maddox. Ich habe keine Ausrede, Digga. Er hat meine Waffe aufgehoben und mich damit geraped. Das ist die Wahrheit, Freunde. Und nichts als die Wahrheit. Hier ist irgendwo einer. Ich kann halt nicht sagen, welche Höhe, welche Tiefe. Ich kann nur sagen, dass er mich mit einer einzigen Kugel geholt hat. In den Kopf. Gönne ich ihm natürlich auch. Keine Ahnung, wo die sind. Irgendwo hier oben. Oder hier unten. Ist hier noch einer? Nee. Okay, so. Das war es bestimmt noch nicht mit den Gegnern hier. Wir gehen mal kurz hier in die Dingens rein. Oh Gott. Schnell weg hier. Da muss ich aber ganz dezent los. Hinter mir ist so ein Auto. Ich kann schon mal Viereck triggern. Das Auto hat irgendwie einen Unfall gehabt. Ja, ich höre die ganze Zeit so ein Geräusch hinter mir. Was ist das? Okay. Jetzt ist, glaube ich, kaputt. Boah, Alter, ich habe richtig Paranoia gehabt gerade. Okay, hier sind zwei Gegner. Nice. Da ist noch einer. Jawohl, schön beide abgestaubt. Sehr schön. So, Hellstorm raus. Und jawohl, du weißt es schon. Könnt ihr hier spawnen? Die Runde macht echt Spaß, Mann. Die letzte war auch schon geil, aber die ist noch besser hier. Gefällt's mir. Very good. Very good. Okay, warte, okay, nice. Michael Jordan kommt hier. Okay, wo ist denn... Hä? Oh mein Gott, er hat mich nicht gesehen, er hätte mich so abstauben müssen. Rack City YouTube, Alter. Krass, ist hier ein Geheim? Oh Gott, die sind da drum geflogen. Stell dir vor, du so stirbst du eins von Triple Nuklear, also du checkst. Warte, vielleicht. Jawohl, das überlebe ich. Stell dir vor, du checkst es so gar nicht, Digga. Und Spritze, ich hab meinen. Disruptor, Alter, das klingt auch wieder nach einem ganz üblen Ding. Da hinten ist. Ui, ein richtiger Ehrenmann. Mein Gott, Alter. Ich habe ihm eigentlich diese ultimative Vorlage für einen Turn angegeben. Ich
bin immer so krass in den Spawn, dann spawnen die aber nie da, wo ich denke. Okay, jetzt spawnen die hier irgendwo. Ist ein Taktik-Einstieg. Bestimmt spawnen die jetzt hier. Irgendwo hier. Ja, hier. Prophet ausgeschaltet. Nein! Ah, die Treppe. Okay. Ich hasse diesen Spot hier auf der Seite, Mann. Junge, das wär's schon wieder gewesen. Mein Gott. Alle 2 Sekunden muss ich hier keine... Junge, jetzt kommen die hier. Die kommen hier, okay. Unser Taktik-Einstiegsmarker ist offline. Hier alles geiert, was ist los mit dem? Und wie geil schnell man hier levelt mit Doppel-EP. Das macht richtig glücklich. Schnell noch Prestige-Master werden. Okay, langsam checke ich die Wege, aber manchmal bin ich auch noch komplett lost. Okay, hier ist einer. Mann, Digga, was machst du denn? Ich sehe ihn schon und springe ihn an, als ob ich keine Ahnung Scump wäre, Mann. Wow, keinen einzigen gekriegt. Da hat er voller Erfolg gesagt. Annihilator vor mir. Aber zum Glück keine Annihilator in der Hand. Hab ich einen Kill bekommen, ja, oder? Dieses Glockenspiel, Alter. Hallöchen. Ich würde gerne hier in diesen Turm. Ich denke auch mal, man kann hier rein, aber kann man nicht. Da vorne kommt einer. Der Disruptor geht online. Guck mal, Vision Pulse ist wahrscheinlich ein Orbi-Ersatz, oder? Das ist ja deren Begründung, warum es kein Orbi gibt. Dann müssen wir Vision Pulse rausnehmen. Bitte, dann nehmt ihn raus. Los, nehmt ihn raus. Da habe ich einen gesehen. Ja, du bist so down. Und dann muss ich mich umdrehen und abhauen. Genau jetzt. Oh mein Gott, ja, ich habe es auch verdient gehabt, dass ich überlebt habe. Ich meine, ehrlich, ich hatte es verdient. Okay, nice. Immer. Digga, das ist unglaublich. Erster Platz. Na gut, Freunde, egal. Danke fürs Dabeisein heute. Die neuen Maps haben wir uns alle mal angeschaut. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin erstmal raus für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.